Den Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/85. Unterschiedliche Bearbeitungszeiten dürfen nicht zu Ungleichbehandlung führen. Betreuungsgeldanträge bewilligen. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Piratenfraktion Herrn Düngel das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst Frau Ministerin Kampmann, die noch Glückwünsche vom Geburtstagskind entgegennimmt. Frau Ministerin Kampmann, die hört gar nicht zu. Das macht ja nichts. Frau Ministerin Kampmann, ich wollte auch hier die Gelegenheit grüßen, gleiches Jahr Ihre erste Gelegenheit, auch hier im Hohen Hause eine Rede zu halten. Sie natürlich erstmal zu beglückwünschen für das neue Amt und vor allem natürlich auch aus unserer Sicht oder unserer gemeinschaftlichen Sicht uns eine gute Zusammenarbeit zu wünschen. Ich hoffe, dass wir dann viele Dinge anknüpfen können. Kommen wir zu unserem Antrag. Das Betreuungsgeld ist und war zu keiner Zeit ein auch nur irgendwie geeignetes familienpolitisches Instrument. Wir Piraten begrüßen daher die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Juli 2015. Jetzt werden Sie sich fragen, warum steht er dann hier mit einem Antrag, der irgendwie was mit dem Betreuungsgeld zu tun hat. Das will ich Ihnen versuchen zu erklären. Wir haben die Situation durch das Urteil vom 21. Juli 2015, dass ab diesem Zeitpunkt keinerlei Betreuungsgeldanträge in den Kommunen mehr bewilligt werden konnten. Und zwar auch die nicht bewilligt werden konnten, die bereits vor dem 21. Juli dort eingegangen sind, die vielleicht sogar schon in der laufenden Bearbeitung waren. Die Anträge also, wo Familien fest mit einem gesetzlich zugesicherten Geld gerechnet haben. Die Kommunen können diese Anträge nicht mehr weiter bearbeiten bzw. diese Anträge nicht mehr positiv bescheiden. Nach Auskunft des Ministeriums sind das knapp 10.000 Anträge, allein hier in Nordrhein-Westfalen, die damit liegen geblieben sind. Wir sind der Meinung, dass wir diesen Familien halt eben helfen müssen. Die Familien, wie ich gerade schon sagte, haben eben mit diesem Geld gerechnet. Und wir fordern in unserem Antrag halt eben die Landesregierung auf, eine Übergangslösung zu schaffen, die halt diesen Familien diese Lücke in irgendeiner Form ausgleicht. Jetzt kann man die Frage dann noch im Raum stehen lassen und deswegen stehen in unserem Antrag bewusst keine Zahlen und auch nicht, dass wir sagen, für so und so viele Monate oder sowas. Das ist ein Prozess, den wir dann ans Ministerium letzten Endes weitergeben wollen, das an die Landesregierung ansiedeln wollen, um eben zu gucken, reicht vielleicht da auch eine Übergangslösung über 6, 12 Monate, was auch immer aus, aber so auf jeden Fall, dass man den Familien auch zeigen kann, dass wir da sind als Land Nordrhein-Westfalen und denen eben helfen wollen. Wir begrüßen natürlich ebenfalls, dass ja, der rot-grüne Antrag, den wir heute eigentlich auch noch hätten beraten sollen oder fast beraten hätten, dass der mittlerweile erledigt ist. Wir begrüßen die Entscheidung, dass die frei werdenden Mittel aus dem Betreuungsgeld den Ländern zur Verfügung gestellt werden. Wir werden natürlich überwachen, dass das Geld auch wirklich dort ankommt, wo es gebraucht wird, nämlich in den Ausbau und die Finanzierung der Kitas und auch in den Ausbau der frühkindlichen Bildung, zum Beispiel gerade im Bereich der Flüchtlinge. Nochmal zurück zu unserem Antrag und damit schließe ich dann auch. Ich will nur noch mal ganz klar darstellen, es geht hier um den Ausgleich einer ungerechten Behandlung von Familien, dass jemand, der in Dortmund vielleicht einen Antrag gestellt hat, noch einen Antrag bewilligt bekommen hat und jemand, der vielleicht eine Woche früher schon in Bochum einen Antrag gestellt hat oder in Oberhausen, eben diesen Antrag nicht mehr bewilligt bekommen hat. Das ist eine Ungerechtfertigkeit und ich denke, der Stichtag 21.07. wäre hier eine gerechte Lösung, den halt dort eben auch anzuwenden und den Familien, die vor diesem Tag den Antrag gestellt haben, dann halt auch hier noch zu helfen. Ich bitte daher freundlich um Zustimmung zu unserem Antrag. Ich freue mich auch, dass wir uns dazu noch entscheiden konnten, den Antrag in direkter Abstimmung abzuwickeln, denn es bringt nichts, wenn wir jetzt erst noch Monate hier im Verfahren im Landtag über die Thematik diskutieren. Den Familien muss ja jetzt schließlich geholfen werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Düngel.
Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion ist Frau Kollegin Kopp-Herr. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Ministerin Kampmann, liebe Christina, auch von mir einen herzlichen Glückwunsch zu dem neuen Amt. Viel Glück bei der Ausübung und die persönliche Bemerkung sei mir gestattet. Das ist schon eine besondere Freude für mich, dass wir heute zu dem gleichen Tagesordnungspunkt reden, wo wir nicht nur aus der gleichen Stadt kommen, sondern auch noch einem Ortsverein angehören. Das soweit. Die Fraktion der Piraten möchte mit ihrem Antrag eine NRW-eigene Regelung für eine gerechte Übergangslösung unter der Berücksichtigung des Datums der Antragstellung zur Gleichbehandlung aller Antragstellenden erreichen. Die Forderung der Piraten ist unter einem gewissen Gerechtigkeitsgesichtspunkt nachvollziehbar, obwohl ich die Logik schwer nachvollziehen kann, auf der einen Seite sich gegen das Betreuungsgeld auszusprechen, aber auf der anderen Seite jetzt mit diesem Antrag auch eine Pro-Haltung einzunehmen. Diese Forderung ist jedoch nach gültiger Rechtslage nicht durchführbar. Ein Blick auf die Homepage des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend schafft eindeutige Klarheit. Dort ist zu lesen, welche Familien noch Betreuungsgeld erhalten, also welche Familien umfassenden Vertrauensschutz gewährt bekommen. Familien, die einen Antrag gestellt haben, wo der Bewilligungszeitraum in der Zukunft lag oder liegt, erhalten Betreuungsgeld für die Dauer der Bewilligung. Familien, die nach dem 21. Juli einen Bewilligungsbescheid erhalten haben, entscheidet im Einzelfall eine Prüfung, ob Vertrauensschutz gewährleistet ist, also ob Betreuungsgeld noch ausgezahlt werden kann, so die Mitteilung des zuständigen Bundesministeriums. Seit dem 21. Juli werden keine Bewilligungsbescheide mehr erlassen. Und um es noch einmal ganz deutlich herauszustellen, es gilt nicht das Datum der Antragstellung, sondern das Datum der Bewilligung des Betreuungsbescheides. Nach meiner Kenntnis hat das Land NRW sich gemeinsam mit anderen Bundesländern für eine weitergehende Regelung an dieser Stelle bemüht. Dem ist das Bundesministerium jedoch nicht gefolgt. Und so haben die Länder, auch Nordrhein-Westfalen, die geltende Rechtsprechung an die Betreuungsgeldstellen weiterzugeben, die dann die entsprechenden Anträge so beantworten. Da das Bundesministerium den Ländern und Kommunen übergeordnet ist, kann es keinen Sonderweg in Nordrhein-Westfalen geben. Und wie es immer mit Fristen so ist, sie bergen einen gewissen Grad an Ungerechtigkeit. Das liegt in der Natur der Sache und ist für die Betroffenen bitter, aber leider nicht zu ändern. Die Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Einer rechtswidrigen Beschlussfassung der Antragsforderung wird meine Fraktion nicht folgen. Wir lehnen den Antrag ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kopp-Herr. Und nun spricht für die CDU-Fraktion Herr Ten Humberg. Herr Präsident, meine Damen und Herren, einen Widerspruch herbeizureden aufgrund dieses Antrages finde ich nicht redlich und ist der Versuch, vom Thema eigentlich abzulenken. Und ich finde, eins hat der Antrag von den Piraten doch erkannt, er ist lösungsorientiert. Und von daher komme ich gleich noch zu, werden wir uns enthalten, weil die Vorbemerkungen, Herr Düngel, natürlich uns nicht passen. Aber in der Analyse und in den Forderungen haben Sie uns 100% an unserer Seite. Der Piratenantrag verweist auf den Vertrauensschutz. Bei dieser Landesregierung, das haben wir in den letzten Jahren ja mehrmals gemerkt, ist der Vertrauensschutz nicht hochgestellt. Bei uns hat er einen hohen Stellenwert. Und meine Damen und Herren, das Betreuungsgeld ist eine staatliche Leistung. Davon profitieren in Nordrhein-Westfalen 110.000 Menschen, Familien. Das ist eine gute Leistung. Ich gönne diesen Familien dieses Betreuungsgeld, damit ihre finanzielle Situation dadurch sich verbessern kann. Der Versuch, das schlecht zu reden, ist nach meiner Auffassung eine Beleidigung dieser Familien. Meine Damen und Herren, 10.000 Familien sind davon betroffen, weil man in Nordrhein-Westfalen nicht in der Lage ist, eine gerechte Lösung herbeizuführen. Herr Düngel hat das ausgeführt. Wir brauchen Gerechtigkeit in dieser Sache und es kann nicht angehen, dass in einigen Teilen und in einigen Ämtern wegen der etwas verzögerten Bearbeitung, ich will das mal höflich ausdrücken,
Familien Nachteile erleiden. Von daher glauben wir schon, dass die Punkte in 2 und 3 vollkommen berechtigt sind. Und wir würden uns freuen, wenn die Landesregierung im Sinne des Piratenantrags inhaltlich das auch unterstützen würde. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Ten Humberg. Und für die Grüne Fraktion spricht nun Frau Asch. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von meiner Seite ganz herzlichen Glückwunsch an die neue Frau Ministerin Kampmann. Ich freue mich, dass Sie Ihr neues Amt heute antreten, wünsche Ihnen ganz viel Glück und Erfolg und auf gute Zusammenarbeit. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, um es einmal sehr klar zu sagen, ich glaube, es ist keine Überraschung, wir Grünen und ich denke, für die SPD-Fraktion gilt das auch, sind sehr froh, dass das Betreuungsgeld weg ist. Und ich will das noch mal festhalten, es war eine der unsinnigsten Leistungen, für die jemals Steuergelder ausgegeben wurden. Wer finanzielle Anreize setzt, um Kinder von der Bildungseinrichtung Kita vorzuenthalten, hat weder die gesellschaftlichen Herausforderungen noch den Wert frühkindlicher Bildung verstanden. Und deshalb sind wir froh, dass das Bundesverfassungsgericht diesem Bildungsverhinderungsgeld einen Riegel vorgeschoben hat. Und an dieser Stelle vielleicht auch noch mal erinnern, es ist ja nicht das erste Projekt der CSU, was das Bundesverfassungsgericht gestoppt hat. Mit der Maut sah es ja genauso aus. Es zeigt sich, diese Partei schert sich nicht um verfassungsfeste Gesetze, sondern geht mit dem Kopf durch die Wand, wenn es ihr hilft, ihr konservatives Klientel zufriedenzustellen. Meine Damen und Herren, ausbaden müssen es dann, und das ist richtig an diesem Antrag der Piraten, das ist richtig in der Problembeschreibung, die Bürgerinnen und Bürger, die in ihrer persönlichen Lebensplanung sich ja auf diese Geldleistung eingestellt haben. Aber da zeigt sich, dass unprofessionelle Handlung dieser CSU, CDU, die ja, es war ja absehbar, dass das nicht verfassungsfest sein wird. Natürlich hätte man eine Übergangsregelung bundesseitig einführen können und für eine gewisse Zeit treffen können. Die Bundesregierung hat sich dagegen entschieden. Und es ist nicht an uns als Land oder als Länder, da jetzt den Ausfall bürgen zu machen. Wir leiten das Betreuungsgeld bis jetzt weiter in der Bundesauftragsverwaltung. Aber insofern haben wir die Entscheidung, die in Berlin getroffen wurde, an dieser Stelle zu respektieren. Mir ist aber noch mal eins wichtig, meine Damen und Herren, nämlich das, was wir in der vorletzten Debatte angesprochen haben, SPD-seitig, und ich habe es auch angesprochen, damals noch als Appell. Damals hatten wir noch die Situation, dass Herr Schäuble sich schlicht geweigert hat, das Geld, was ja im Haushalt bereits für Familien und Kinder reserviert war über das Betreuungsgeld, dann weiter über die Länder den Kindertageseinrichtungen und der frühkindlichen Betreuung zur Verfügung zu stellen. Das ist jetzt gelungen, aber es ist gelungen, auf massiven Druck der Bundesländer innerhalb der Kompromisse um die Asylgesetzgebung. Das ist noch mal wichtig zu sagen. Ich bin froh, dass wir jetzt als Länder dieses Geld zur Verfügung haben. Von Herrn Laschet konnte man gestern hören, dass er sich Sorgen darüber macht, ob wir das Geld denn tatsächlich dann für die frühkindliche Bildung zur Verfügung stellen. Ich kann noch mal betonen, wir werden nicht so handeln, wie das damals unter dem Familienminister Laschet die schwarz-gelbe Landesregierung gemacht hat. Die hat ja schamlos die Krippengeldgipfel einfach eingesackt in den eigenen Haushalt, musste dann unterliegen vor dem Landesverfassungsgericht, und wir mussten es dann als Nachfolgeregierung mit 1,7 Milliarden Euro, Bernhard, den Kommunen ablösen. So seid ihr mit den Kommunen umgegangen. Wir werden nicht so mit dem Bundesgeld umgehen. Wir werden es in den Ausbau und die Qualität der frühkindlichen Bildung geben. Da ist es richtig, da ist es notwendig, und das ist der richtige Schritt an der Stelle. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Hafke das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Fangen wir mit den guten Nachrichten an. Das Betreuungsgeld ist tot. Und das haben bis auf die CSU eigentlich im Großen und Ganzen auch jeder verstanden. Wir haben als FDP immer gesagt, wir wollen nicht, dass Familien vor die schwierige Abwägung von finanzieller Zuwendung und Förderung ihrer Kinder gestellt werden. Das Betreuungsgeld setzt sich jedoch gerade für bildungsferne Familien und Familien mit Migrationshintergrund, deren Kinder in besonderer Weise von der Förderung in einer Kita profitieren würden, diesen falschen Anreiz. Auch wenn das Betreuungsgeld nur aus formalen Gründen gekippt wurde, können wir diesen ideologischen Streit jetzt endlich beenden. Sollte man eigentlich meinen. Die Piraten fordern in ihrem Antrag jetzt aber eine Verlängerung der Galgenfrist für das Betreuungsgeld. Dabei haben die Piraten in den bisherigen Debatten in diesem Haus stets betont, dass sie für die Abschaffung des Betreuungsgeldes sind. Und ausgerechnet diese Piraten-Landtagsfraktion plädiert nun also dafür, dass die Familien, die bereits einen Fuß auf den größten Irrweg in der Geschichte der Bundesrepublik in der Familienpolitik gesetzt haben, diesen dann doch bitte zu Ende gehen. Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Die Motive der Piraten sind dabei ja verständlich. So wie Sie erhalten derzeit alle Fraktionen Zuschriften, in denen sich über die besondere Härte des plötzlich gekippten Betreuungsgeldes beschwert wird, weil die eigentliche Lebensplanung darauf ausgerichtet war. Das ist auch zweifelsohne eine belastende Situation für die betroffenen Familien, weil dieses Geld auf der Habenseite fest eingeplant war. Dass die Piraten der Forderung nach Anerkennung der bis zum 21. Juli eingereichten Anträge nachkommen wollen, zeugt allerdings leider von wenig Rückgrat. Wir Freien Demokraten sind der Meinung, das Betreuungsgeld setzt falsche Anreize und es ist gut, dass es nicht mehr bezogen werden kann. Allerdings kam das Ende des Betreuungsgeldes ja dann auch nicht so unverhofft, wie oftmals getan wird. Dass es gekippt werden könnte, hat sich ja bereits in der mündlichen Verhandlung im April angedeutet. Insofern hätte man den Eltern schon frühzeitiger die rechtlichen Folgen eines möglichen Urteils des Bundesverfassungsgerichtes kommunizieren müssen. Und diese rechtlichen Folgen müssen außerdem endlich auch den Piraten klargemacht werden. Es gibt durch das Urteil keinerlei rechtliche Grundlage mehr, auf der die Anträge, die vor dem 21. Juli gestellt wurden, bewilligt werden könnten. Ihr Antrag kann also, selbst wenn man es ernsthaft wollen würde, überhaupt nicht umgesetzt werden. Außerdem verkennen Sie, dass Sie damit nur die nächste gefühlte Ungerechtigkeit schaffen würden. Selbstverständlich haben auch die Eltern, deren Kinder erst kürzlich den 15. Lebensmonat vollendet haben, fest mit dem Betreuungsgeld geplant, also beispielsweise weder die Rückkehr aus der Elternzeit beantragt oder einen Kindergartenplatz gesucht. Können Sie da wirklich zwischen den Situationen, in denen die jeweiligen Familien sich befinden, unterscheiden? Frau Ministerin, wie Sie sehen, stehen viele Eltern in Nordrhein-Westfalen unvermittelt vor einer anderen plötzlichen Lebensplanung. Gerade der letzte Punkt wird für Sie ein erster Prüfstein sein. Die betroffenen Eltern stehen jetzt vor der Frage, ob sie ihr Kind jetzt nicht doch in einer Kindertagesbetreuung geben möchten. Die unterjährige Unterbringung in Nordrhein-Westfalen ist jedoch nach wie vor bürokratisch. Zum Wohle dieser Kinder wäre es wünschenswert, wenn da schnell Lösungen gefunden werden und eine unkomplizierte unterjährige Aufnahme ermöglicht wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die Landesregierung erteile ich Frau Ministerin Kampmann das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man kann es eigentlich gar nicht oft genug sagen, es ist gut, dass das Betreuungsgeld endlich vom Tisch ist. Denn es schafft weder Perspektiven für Kinder und Familien und hält vor allem diejenigen Kinder von frühkindlicher Bildung fern, die diese am meisten gebrauchen könnten. Wir brauchen keine falschen Anreize, die Kinder davon abhalten, in die Kita und Eltern davon abhalten, arbeiten zu gehen. Was wir stattdessen brauchen, sind gute Kitas, die Kindern das bieten, was sie von Anfang an haben müssen, nämlich Chancengleichheit, unabhängig davon, woher sie kommen und welchen familiären Hintergrund sie haben. Es ist auch gut, dass Ländern und Kommunen dieses Geld in Zukunft zukommen wird, um in die Kindertagesbetreuung zu investieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, beim aktuellen IFO-Bildungsbarometer hat eine deutliche Mehrheit der Deutschen das Betreuungsgeld als negativ bewertet.
Und es gibt bei aktuellen Umfragen auch eine ganz klare Mehrheit dafür, dass das frei gewordene Geld nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes für die Kindertagesbetreuung genutzt werden soll. Es ist gut, dass hierfür in der vergangenen Zeit Entscheidungen gegen das Betreuungsgeld und für zusätzliche Investitionen in Kitas getroffen sind, die nah dran sind an den Wünschen der Bedürfnisse der Kinder und der Familien. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Länder und Kommunen haben das Betreuungsgeld als Bundesauftragsverwaltung wahrgenommen. Sie sind damit an die Weisungen des Bundes gebunden, und das gilt auch für die Behandlung der noch nicht beschiedenen Betreuungsgeldanträge, liebe Piraten. Die Betreuungsgeldanträge in den Kreisen und kreisfreien Städten sind in aller Regel zügig bearbeitet worden, und dass bei einem laufenden Gesetz in den Behörden Anträge vorliegen, über die noch nicht entschieden ist, das ist unvermeidlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass nur beim Betreuungsgeld die Antragstellung bereits 15 Monate vor dem Anspruchsbeginn möglich war. Ich kann die Mütter und Väter trotzdem gut verstehen, die mit dem Betreuungsgeld geplant hatten und sich andere Lösungen beim Übergang erhofft hatten. Nordrhein-Westfalen hat sich deshalb im Sinne der betroffenen Familien mit dem Bund intensiv ins Gespräch begeben, und auch andere Länder haben das getan. Das Bundesfamilienministerium hat es daraufhin noch mal rechtlich geprüft mit dem Ergebnis, allgemeiner Vertrauensschutz kann für Eltern gewährt werden, die zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes entweder bereits Betreuungsgeld erhalten hatten oder im laufenden Betreuungsgeldbezug standen oder die bereits einen Bewilligungsbescheid erhalten hatten und bei denen die Zahlung in nächster Zeit aufgenommen werden sollte. Darüber hinaus sieht der Bund keine Möglichkeit, noch weitere Anträge auf Betreuungsgeld positiv zu bescheiden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eins möchte ich zum Abschluss aber noch sagen. Ich freue mich ganz besonders, meine erste Rede zur Abschaffung des Betreuungsgeldes halten zu können. Deshalb vielen Dank an die Piraten. Denn für mich stand das Betreuungsgeld von Anfang an für eine Familienpolitik von vorgestern, die so ziemlich allem zuwiderläuft, von dem ich glaube, dass es gut und richtig für Familien in Nordrhein-Westfalen ist. Ich wünsche mir deshalb, dass wir das Ende des Betreuungsgeldes gleichzeitig als Chance und Neuanfang für eine moderne Familienpolitik von morgen sehen. Und ich freue mich, in Zukunft mit Ihnen gemeinsam daran arbeiten zu können. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ganz ausnahmsweise lasse ich die Beifallsbekundung auf der Regierungsbank zu. Das ist normalerweise unüblich in dieser Situation, aber nachvollziehbar. Das war Ihre erste Rede vor dem Landtag Nordrhein-Westfalen. Dazu möchte ich Ihnen im Namen des gesamten Hohen Hauses sehr herzlich gratulieren. Noch einmal herzlich willkommen bei uns im Landtag Nordrhein-Westfalen. Danke. Für die CDU-Fraktion hat Herr Kollege ten Humberg noch einmal ums Wort gebeten, und er bekommt es natürlich auch. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, also wenn die Ministerin sagt, was hier aufgeschrieben worden ist, Vertrauensschutz zu gewährleisten, dann können wir dem Antrag zustimmen unter Punkt 2 und 3. Denn nichts anderes fordert der Antrag. Also, dann stimmen Sie doch bitte zu. Vertrauensschutz ist gewährleistet, so steht es in der Rede der Ministerin. Also stimmen Sie zu. Genau das formuliert dieser Antrag unter Punkt 2 und 3. Bitte, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Sie können aufgrund der Meldung der Frau Ministerin diesem Antrag zustimmen, wenn Sie die Rede ernst nehmen. Was hier allerdings falsch aufgeschrieben worden ist, ist, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dieses Geld sei für Kitas zu verwenden. Das hat das Bundesverfassungsgericht gar nicht gesagt. Das Betreuungsgeld war für Familien gedacht. Die Ministerin will es für die Kitas gebrauchen, nicht für die Familien. So ist es. So ist es. Sie wollen, weil das ja ohne Zweckbindung ist, ich habe ja den Worten von Frau Asch sehr aufmerksam zugehört, Frau Asch hat ja gesagt, es würde tatsächlich zweckentsprechend verwendet werden. Ich bin mal gespannt.
Der Haushaltsplan, der vorgelegt worden ist, dokumentiert das in keinster Weise. In keinster Weise ist im Haushaltsplan gewährleistet, dass diese Gelder zweckentsprechend für Kinder und Familien verwendet werden. Es ist nicht der Fall. Also das, was Sie hier sagen und das, was Sie tun, sind immer mal wieder zwei Paar Schuhe, die Sie machen. Wir wollen, dass die Gelder auch für die Wahlfreiheit, für Förderung von Wahlfreiheit verwendet werden. Und insofern freue ich mich ja, dass jetzt bei der Abstimmung, weil wir eine direkte Abstimmung ja gefordert haben, beziehungsweise die Piraten haben es gefordert, dass Sie jetzt auf Empfehlung der Ministerin diesem Antrag zustimmen können unter Punkt 2 und 3. Wir freuen uns über das Abstimmungsergebnis. Vielen Dank, Herr Kollege Ten Humberg. Sie sehen, Frau Ministerin, welche Dynamik Ihr Beitrag gleich auslöst, unter anderem auch in Form einer spontan weiteren Wortmeldung für die SPD-Fraktion von Frau Kollegin Altenkamp. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Bernhard, du bist wirklich ein alter Schlingel. Das ist wirklich nicht zu fassen. Aber okay, ich rauf mich ja auch gerne und deshalb machen wir das mal so. Also die kleinen Spitzfindigkeiten und Wortklaubereien, die du hier betreibst, können ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass es tatsächlich an der Rechtslage ja nichts zu deuteln gibt. Es ist ganz eindeutig so, dass das Thema Vertrauensschutz auf der Ebene schon geregelt worden ist, auf der es zu regeln war, in Form einer Auftragsverwaltung. Insofern verbietet sich im Augenblick überhaupt über eine landeseigene Regelung, so wie es die Piraten gerne hätten, auch noch mal nachzudenken. Das in der Konsequenz. Und jetzt noch mal zum Thema Betreuungsgeld. Man könnte sich natürlich auf den Standpunkt stellen, den aber lassen wir das mal. Das Betreuungsgeld ist in seiner Konsequenz im Grunde immer die Herdprämie gewesen, die da auch von uns so tituliert worden ist. Warum? Weil es darum gegangen ist, insbesondere Frauen in der Konsequenz und Menschen mit niedrigem Einkommen, die das von euch in Rede gebracht auf einen Kita-Platz zu verzichten und lieber das Kind zu Hause zu erziehen. Was das allerdings mit Wahlfreiheit zu tun hat, Bernhard Ten Humberg, das wirst du mir dann doch zu einem späteren Zeitpunkt mal erklären können, weil es am Ende so viele Determinanten gibt, die eben das Gegenteil von Wahlfreiheit sind, sondern die nichts anderes bedeuten als die Menschen, die ein kleines Einkommen haben oder die Menschen, die möglicherweise in der Region wohnen, wo es schwer ist, einen Kita-Betreuungsplatz zu bekommen, dafür sozusagen zu entschädigen, dass sie in dieser Lebenssituation sind und sie dabei mit 150 Euro in der Zwischenzeit zu belohnen dafür, dass sie ihr Kind zu Hause betreuen. Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, die Vorstellung von Wahlfreiheit, die die CDU und Bernhard Ten Humberg hier heute an der Spitze präsentiert hat, hat mit der Wahlfreiheitsvorstellung der SPD und ich bin mir da einig mit den Grünen nichts zu tun und deshalb werden wir uns in den nächsten Jahren auch weiterhin darüber streiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Altenkamp. Für die. Jetzt ist erstmal Frau Kollegin Asch dran, Herr Kollege Ten Humberg. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir feststellen müssen, dass bei der CDU eine gewisse Verwirrung vorherrscht, insbesondere was die Kinder- und Familienpolitik angeht. Aber lieber Bernhard Ten Humberg, uns hier vorzuwerfen, dass wir in dem Haushaltsentwurf, ich erinnere daran, der wurde am 2. September hier eingebracht, noch nicht vorhersehen konnten und antizipiert haben, dass genau letzten Donnerstag der Bundesfinanzminister in Verhandlungen gezwungen wurde, dieses Geld den Ländern und Kommunen zur Verfügung zu stellen. Das uns zum Vorwurf zu machen, das ist ja nachgerade absurd. Also eine Verhandlung, die erreicht wurde,
Ende letzter Woche hat zu dem positiven Ergebnis geführt. Wie Herr Schäuble sich vorher dazu verhalten hat, das wissen wir, nämlich strikt ablehnend. Er wollte das in seine eigenen Haushaltslöcher in irgendeiner Form verbraten. Aber ich bin sehr gespannt. Wir haben ja schon öfter die Situation gehabt, dass die CDU hier vollmundig Dinge reklamiert, für Dinge einsteht und dann hinterher, wenn es an die Haushaltsberatung geht, wir nichts von dem wiederfinden, substanziell in irgendeinem Haushaltsantrag. Ich bin sehr gespannt auf einen entsprechenden Antrag der CDU-Fraktion, den wir natürlich dann wohlwollend beraten werden. Wir haben erklärt als Rot-Grün, das haben die beiden Fraktionsvorsitzenden gemacht, Norbert Römer, Merdat Mustafizadeh, dass wir dieses Geld eins zu eins in die frühkindliche Bildung einbringen wollen, in den Ausbau und die Qualität. Und dafür stehen wir. Vielen Dank, Frau Kollegin Asch. Für die FDP-Fraktion hat sich noch einmal Herr Kollege Hafke zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann müssen wir doch noch mal ein bisschen ausführlich über das Thema diskutieren. Ich glaube, dass wir über die Anträge, die zum 21. Juli gestellt wurden, dass die weiterhin positiv bescheiden werden. Das werden wir, glaube ich, hier in dem Haus, sind wir da einer Meinung, dass das nicht der Fall ist, bis auf die Piraten. Allerdings, wenn wir über die Mittel des Betreuungsgeldes sprechen, die jetzt frei werden und vom Bund an die Länder gegeben werden, dann müssen wir vielleicht doch noch mal zwei, drei Sätze darüber diskutieren. SPD und Grüne haben gesagt, dass das für die frühkindliche Bildung ausgegeben werden soll. Soweit, so gut. Ich denke, dass jetzt sehr zeitnah dann entsprechend ein Antrag für den Haushalt kommen sollte, wo diese Mittel dann auch eingesetzt werden. Da werden wir entsprechend auch kontrollieren, weil wir haben gestern im Rahmen des Familienberichtes darüber diskutiert. Sind, wieder nur Gelder vom Bund zu nehmen und ihre eigenen Hausaufgaben nicht zu leisten. Das haben Sie bei den BAföG-Mitteln schon so gemacht. Da haben Sie den Bereich der Kindpauschalen mitfinanziert, haben die Mittel fremd verwendet. Das haben Sie damals schon gemacht. Und ich bin wirklich gespannt, ob Sie diesmal schaffen, die Mittel, die für Bildung und Familien vorgesehen werden, auch diesem Bereich zukommen zu lassen, oder ob der wieder in den Fingern des Finanzministers irgendwo verschwindet. Da bin ich wirklich drauf gespannt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hafke. Für die Piratenfraktion spricht noch einmal bis zu 37 Sekunden Herr Kollege Dümmel. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Die 37 Sekunden und die 2,5 Minuten, die ja auch der Herr Thiel vorhin ausgeschöpft hat, dann ist ja noch ausreichend Zeit. Halten wir noch mal ganz, ganz deutlich fest, weil das auch in den Reden hier, da wird so viel vermischt oder so viel vermischt worden. Wir haben uns ganz klar und stellen uns auch ganz klar weiter gegen das Betreuungsgeld. Wir begrüßen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Da, lieber Bernhard Tennenberg, unterscheiden wir uns an der Stelle. Und da muss ich natürlich auch sagen, wenn unser Antrag in die richtige Richtung geht, liebe CDU-Fraktion, dann müsste diese Problematik haben wir aufgegriffen, und das gesamte Haus, außer die Piratenfraktion, ist nicht imstande dazu, dieses Problems sich anzunehmen. Das ist traurig. Vielen, vielen Dank, Herr Düngel. Sie wollen noch mal, Herr Kollege Tennenberg. Wunderbar. Dann bitte schön. 1,20 haben Sie noch zur Verfügung als Orientierung. Herr Präsident, ich werde mich an die Zeit orientieren. Also bei der Haushaltsplanberatung, wenn wir doch ehrlich sind, der Haushaltsplan, der uns vorgelegt wurde im Entwurf, ist eine Übertragung 2015 zu 2016 mit dem Unterschied,
dass die tariflichen Steigerungen bei den Landesbediensteten berücksichtigt worden sind. Sonst ist eine Übertragung von 1:1 im Haushaltsplan vorgesehen. Keine Innovation, nichts zur Verbesserung von Bildung und Betreuung von Kleinkindern. Also wollen wir mal festhalten. Und dass Sie in diesem Haushaltsplan im Gegensatz zum Familienbericht Ihre eigene Zählmethodik haben, Zählmethodik, die ja mit IT in NRW nicht im Abgleich sich befindet, zeigt ja auch, wie unredlich Sie hier Haushaltspolitik betreiben. Und Ihre Worte, wie Sie wollen 1:1 zweckentsprechend die Gelder verwenden, können wir doch sehen, was Sie mit den BAföG-Geldern des Bundes gemacht haben. Die 287 Millionen haben Sie im Landeshaushalt verbraten und sind nicht entsprechend zugeführt worden. Meine Damen und Herren, Frau Altenkamp, sehr geehrte Frau Altenkamp, wir verstehen uns in vielen Sachen durchaus gut. Ihre Analyse ist auch gar nicht mal so verkehrt. Es gibt verschiedene Akzente, die wir als Christdemokraten setzen. Das sehen wir etwas anders. Aber in diesem Antrag, Frau Altenkamp, geht es eben nicht nur um das Betreuungsgeld, um Wahlfreiheit. Es geht ganz einfach darum, dass Gerechtigkeit denen wieder gegeben wird, die wegen einer verzögerten Bearbeitung jetzt diese Gelder nicht bekommt. So einfach ist das. Und der Antrag sagt einfach nur, bitte kümmert euch um die 10.000 Familien, damit die die Gelder bekommen, wo sie sich darauf verlassen haben. Die lassen wir nämlich jetzt im Stich. Um das geht es. Und deshalb fordere ich Sie noch mal auf, aufgrund der Wortmeldung der Frau Ministerin, müssen Sie ja eigentlich diesem Antrag unter Punkt 2 und 3 zustimmen. Wenn die Vorbemerkungen von Herrn Düngel gestrichen worden wären, würden wir auch zustimmen. Weil inhaltlich unter 2 und 3 der richtig ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Tennenberg. Bleiben Sie bitte noch mal einen kleinen Moment hier, denn Frau Kollegin Kopp-Herr wollte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Ich vermute, die lassen Sie zu. Bitte, Frau Kollegin. Dankeschön, Herr Präsident. Dankeschön, Herr Kollege Tennenberg, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sind Sie bereit anzuerkennen, dass wir hier keine rechtswidrigen Beschlüsse fassen können? Würden wir dies tun, hätte die Ministerpräsidentin die Aufgabe, meiner Meinung nach den Beschluss einzuhalten. Teilen Sie diese Auffassung? Sie haben das Wort, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident. Also im Antrag der Piraten sehe ich keine Rechtswidrigkeit. In der Aufforderung, der Landtag stellt fest, wo ist denn da die Rechtswidrigkeit zu erkennen? Der Landtag fordert die Landesregierung ab, wo ist denn da die Rechtswidrigkeit zu erkennen? Es ist eine Aufforderung, Gerechtigkeit zu schaffen, mehr nicht. Also das zu verbinden wieder mit Rechtswidrigkeit, also das ist doch an den Haaren herbeigezogen. Das ist nicht fair, wie man mit diesem Antrag umgeht. Wir haben unterschiedliche Auffassungen in den Vorbemerkungen. Das hat Herr Düngel auch klar gemacht, so stehen wir. Da haben wir unterschiedliche Auffassungen. Aber in den Forderungen, und der Landtag stellt fest, sind wir komplett bei diesem Antrag. Und deshalb fordere ich Sie noch mal auf. Die 10.000 Familien, die da gewartet haben, diese Gelder zu bekommen, stimmen Sie dem Antrag zu, damit diesen Familien auch die Gerechtigkeit widerfährt, die sie verdient haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Tennenberg. So, meine Damen und Herren, jetzt liegen mir endgültig keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Die werden auch gar nicht möglich, weil die Redezeit von allen Fraktionen überzogen worden ist. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt über den Inhalt ihres Antrags in Drucksache 19/85. Und deshalb frage ich, wer möchte dem Antrag der Piratenfraktion zustimmen? Danke sehr. Wer stimmt dagegen? Danke sehr. Wer enthält sich der Stimme? Vielen Dank. Ich stelle somit fest, dass der Antrag Drucksache 19/85 mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90, die Grünen, darf ich einen kleinen Augenblick um Ruhe bitten, mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP gegen die Stimmen der Piratenfraktion bei Enthaltung der CDU-Fraktion abgelehnt worden ist. Ich schließe die Beratung zu Tagesordnungspunkt 5.